So Leute, weiter geht's. Nachdem wir in der letzten Folge die Tuse um 100 Gold erleichtert haben, war eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Aber mein Gott, es ist ein Spiel. Die hat uns eiskalt ins Gesicht gelogen. Machen wir kurz einen Prozess mit. Gut. Dann laufen wir jetzt mal zu Harald. Und ich hoffe einfach mal, der nimmt uns jetzt endlich mal als Lehrling an, damit wir in die Oberstadt kommen. Wann kann ich einen Mann, der Ja, auch Ork deine Namen besiegt. mir geht, kannst du direkt bei mir anfangen. Ja. Was die andere Torben hat dir seinen Sieg. Jo. Bosper hat versucht mir die Sache. Er Ja. bat mich darum, ihm zumindest die. Sieh dir die Sache. Ja. Constantino ist wie immer alles egal. Ja, Und ist gut. Matteo sagt, damit hast du die Zustimmung von vier Meistern. Richtig. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ja, sieh. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Außerdem wird es mal Zeit, dass du etwas stärker wirst. Du isst das Ding ja Richtig. noch vom Fleisch. Gut so. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Dreimal darfst du raten. Schmieden, schmieden und schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich bezahle pro Klinge. Wenn du nicht arbeitest, gibt's auch kein Geld. So einfach ist das. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du wissen musst, um einfache Schwerter herzustellen. Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen erfahrenen Schmied. Davon bist du noch weit entfernt. Wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, kannst du bei mir im Haus pennen. Soweit alles klar? Alles klar. Das hört sich doch ganz hervorragend an. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles Weitere kannst du ja noch später lernen. Jo, edle Sch Ja, auf welchem Level sind wir denn momentan? Hm, 13 Lernpunkte haben wir noch. Okay. Na komm. Hey, da bist du ja wieder. Oh, ja, da bin ich ja wieder. Ich will ein ordentliches Bring mir bei, wie ich ein Schwert ordentliches schmieden. Schwert schmieden kann. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Richtig so. Oh, ein edles Langschwert. Aber nein, das wollen wir jetzt momentan noch nicht lernen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich will nämlich noch lernen, wie ich Schlösser knacken kann. Das würde mich sehr, sehr stark interessieren, damit wir nämlich auch die verdammte Truhe da aufkriegen. Kennst du dich mit Schlössern Du kennst aus? dich mit Schlössern aus. Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Oh Vor ja. allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Mann zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Ich hab sie Das umgehauen. kann ich jetzt nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Was? Was? Vielleicht später. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Ja. Schlange, das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Ich habe Matteo sein Gold schon gegeben. Verdammt. Na gut, Schulden sind Schulden. Immerhin hast du das Geld nicht behalten. Dafür muss ich dir wohl danken. Ja, So wie ich die bitteschön. kleine Schlange kenne, renn sie zur Stadtwache und zeig dich auch noch an. Ich werde dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Reine kommt. Ach, verdammt. Ach, scheiße, das hätten wir früher machen müssen. Naja, hinterher ist man ja nochmal schlauer. Gut. Was machen wir denn mal als nächstes? Ich würde fast sagen,
Boah, der will 200 Gold dafür. Wir haben nur... Ja, 98 immer noch. Hm. Ich will mal mit Harald sprechen. Vielleicht kann der mir ja hier noch ein bisschen was verkaufen. Oder ich kann ihm was verkaufen. Ich will mal... Dann stell welche her. Ich nehme nur einfache Schwerter an. Okay. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Das ist ja schön für Lord Hagen. Alles klar, dann gehen wir erstmal hier rein. Dürfen wir jetzt hier drin pennen irgendwo, irgendwie? Ach, deswegen stehen hier wahrscheinlich auch drei Betten. Und dann legen wir uns erstmal wieder hin. Ein Ründchen schlafen bis zum nächsten Morgen. Wir können jetzt theoretisch in die Oberstadt, wir sind ja jetzt offizieller Lehrling. Jedoch würde ich ganz gerne erstmal runter zum Hafen und mich dort ein wenig umhören. Denn, irgendwie... Ich glaube im Hafen, wir kriegen da noch irgendwas zu hören. Bin ich mir ziemlich sicher. Warte mal, erst als erstes spreche ich mal mit dem hier. Muss ich dir nochmal zeigen, wer hier der Herr ist? Fresse. Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Sprich mit Cardiff, wenn du Informationen willst. Okay. Cardiff. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ja, ja. Okay, einverstanden. Ah, wobei, nein. Ah, ohne, Moment mal. Ich gebe dir 5. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. 6. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Ja, seht ihr, Leute, so funktioniert Falschen. Ich brauche Infos. Was weißt du über die vermissten Bürger? Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Aha. Wo kann ich Arbeit finden? Habe ich am Grund schon. Im Viertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Ja. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Okay. Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, dass die hier irgendwelche zwielichtige Arbeit haben. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Oh ja, jetzt wird's zwielichtig. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Alles klar, also mit Nagur, dem Kerl hinter uns, sprechen. Das ist doch gar kein Problem. Hey, du. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Alles klar. Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage, und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Mhm. Alles klar, du bist der Boss. Alles klar, du bist der Boss. Gut. Dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Okay, was ist dein Plan?
Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Ach, wie nett. Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Jo. Ich weiß, wo Baltram ist. Das ist nämlich einer der Händler. Mit dem haben wir in einer der letzten Folgen bereits gesprochen. Ist, glaube ich, aber auch schon 2-3 Folgen her. Alles klar, kann losgehen. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind gerade in direkten Kontakt mit der Diebesgilde gekommen. Mal schauen, wir sprechen. Jack. Jack, Jack, Jack. Jack, 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 Jack. Mal schauen, was der mir sagt. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, hab ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Ich glaub, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, dass sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Jo, bist du oft in der Stadt? Okay, gut, damit hätten wir die Geschichte auf jeden Fall auch. Brahim, was hat der? Ich will mich hier einfach mal ein bisschen umhören, was machst du hier? Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Inwiefern? Ich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Stimmt wohl. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Ah. Wenn du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Nee, ich hätte gerne... Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Ja, das glaube ich wohl. Ich hätte aber trotz allem lieber eine, des kompletten... Gebiets hier, also der kompletten Insel. Zeig mir deine Karten. Von mir erfährt keiner was. Landkarte, Stadtkarte und Landkarte. Landkarte wäre dann für mich. Nicht genügend Gold. Wie viel kostet? 250. Ach du Scheiße. Ja dann. Verkaufen. Wert. Gar nichts. Schön, dass so ein Dolch genauso viel wert ist wie alles andere. Hm, Wolfszahn. Die brauchen wir momentan aber nicht. Zack, zack, zack. Also die ganzen... Oh, die haben ja alle keinen Wert. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz, ist das. Geht immer noch nicht. Natürlich nicht. Eine Zange, die brauche ich ja auch nicht. Silberner Ring. Das Drachenwurzel hier hat ordentlich Wert, auf jeden Fall. Komm, verkaufen wir, die können wir ja später noch wieder zurückkaufen, aber momentan interessiert mich wirklich die Karte.
Ach komm. Zack. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Hm. Dann schauen wir uns mal die Karte an. Müsste auf M sein. Ja, ganz ausgezeichnet. Ja, wir sehen da, wo alles ist, wie alles aussieht. Ach, und da unten ist auch dieses Schiff eingezeichnet. Aha. Dann haben wir unter uns das, also unter der Stadt, sehen wir ja einen Bauernhof. Das müsste dann der Bauernhof vom Anfang sein, weil in die Richtung ist auch Xardas Turm. Ja, und... Aha. Sieht alles auf jeden Fall sehr interessant aus. Mich würde interessieren, wo wir vorhin gelandet sind. Aber naja, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich nochmal herausfinden. Jetzt erstmal weiter. Mit dem spreche ich später nochmal. Ach genau, ich habe hier unten noch die ganzen Beutel. Oh, da waren 50. Ja, 25, wow. Nicht schlecht. Haben wir auch schon wieder fast 100 Gold. Das gefällt mir auf jeden Fall. Kehr von der Stadtwache. Aber wir sollen ja jetzt erstmal mit Beltram sprechen. Dann schauen wir mal weiter. Hey du, hast du Interesse an einem Job? Oh ja. Klar, worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Das ist ja schrecklich. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut, ich bin dabei. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Okay. Und es wird noch viel schlimmer. Wo finde ich Akils Hof? Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Die gehst du rauf und von da kannst du Akils Hof schon sehen. Ah, ich glaube, da waren wir vorhin. Das war das, wo wir, wo wir wegteleportiert wurden und ich mir dann hinterher gedacht habe, scheiße, ich finde den Weg ja nie wieder zurück und dann sind wir genau diesen Weg hier runtergekommen. Gut, dann laufen wir hier einfach mal ein kleines Stückchen. Und da drüben haben wir auch schon einen Wolf. Na komm. Na, du Mistvieh, du. Na. Du kleiner Drecksack, du. Zack. 60 Erfahrung. Wunderbar. Und wir können ihm vor allen Dingen den Pelz abziehen. Das Fell. Pelz, Fell. Wo ist der Unterschied zwischen einem Pelz und... ein Pelz ist ja, wenn der bereits bearbeitet wurde. Fell ist ja im Grunde Rohstoff. So war das. Riesenratten. So. Wunderbar. Ja, Riesenrattenfell will aber niemand haben. Ach, und hier haben wir den schweren Ast des Goblins. Da drüben haben wir dann die Brücke. Ah, geil. Ich fange langsam an, mich hier wieder ein wenig besser zu orientieren zu können. Ah, und da haben wir Akils Hof. Egil. Enim. Oh, die sehen mir aus wie Söldner. Gibt Schwierigkeiten? Möglicherweise, aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin.